Ja, ihr habt ja gerade schon die erste Workshop-Phase am Vormittag mitgenommen. Was würdet ihr denn sagen, was sind die Erfordernisse, die Aufgaben, die sich jetzt hier stellen, die ja auch die Versammelten gemeinsam mit angehen wollen? Was erhofft ihr euch, was nach diesem Wochenende sich vielleicht auch ein Stück weit noch weiterentwickelt hat? Ich glaube, also für mich ist es wichtig, dass gerade jetzt das immer wieder zu wiederholen, was ist damals passiert, was ist die Geschichte der Migration, was ist letztes Jahr passiert, aber was ist auch vor letztes Jahr, was war in den Jahren davor, wie waren die Kämpfe, wie sah das Ganze aus und was haben wir gemacht, was haben wir entwickelt und wie haben wir Strategien entwickelt, wie haben wir gemeinsam gekämpft, und damit auch die, die neu dabei sind, eben mit der Willkommenskultur sozusagen angefangen haben, das auch mitbekommen, dass das eine sehr lange Geschichte dahinter ist und dass es nicht etwas ist, was erst letztes Jahr angefangen hat. Und klar ist die Herausforderung jetzt irgendwie darin herauszufinden, wie können wir diese alltäglichen Kämpfe mit den Kämpfen an den Außengrenzen und so weiter zusammenbringen, weil das gehört für mich alles zusammen. Also sowohl irgendwie jemand, der in einem Flüchtlingsheim geht und versucht, die Menschen vor Ort mit Sachen zu unterstützen, mit Materialien zu unterstützen, als auch Menschen, die versuchen, mit Geflüchteten gemeinsam für Bleiberecht zu kämpfen. Es sind alles verschiedene Schritte in diesem Kampf, die meiner Meinung nach zusammengehören. Und die Frage ist, wie können wir uns auf einer anderen Ebene besser vernetzen? Und wie können wir uns aber auch transnational besser vernetzen? Weil es gehört alles zusammen, nicht nur lokal bleiben, sondern transnational denken, dass die Schritte, die Geflüchteten in Griechenland machen und weitergehen, dass das Ganze zusammengehört und wir eigentlich alle ein Teil des Ganzen sind. Deshalb irgendwie neue Strategien entwickeln, wie wir uns in Zukunft besser vernetzen können. Ja, und dann nicht nur das Bewusstsein irgendwie erstmal zu schaffen, weil ich glaube, dass es bei vielen Initiativen nicht besteht, dass das alles zusammengehört, das Bewusstsein, sondern dass jeder so in seinem Bereich irgendwie rödelt. Diese Vernetzung und auch Information von Menschen muss erstmal stattfinden, aber dann auch, wie man das Wissen darüber dann transformieren kann in Aktionismus auch, dass mal was passiert und dass es sich bewegt. Das sind schon krasse Kämpfe, die jetzt geführt werden müssen, auch wenn es eine lange Tradition gibt von Kämpfen gegen das Border-Regime, aber es gibt ja momentan sehr viele krasse Verschärfungen, die wir jetzt irgendwie angehen müssen. Und das können wir halt auch nicht nur über Reden und über Konferenzen, sondern da müssen wir irgendwie Wege finden, wie wir das Ganze dann ja, in Aktionismus verwandeln können. Und dabei brauchen wir auch alle Menschen, die halt in Willkommenskultur erstmal tätig sind und müssen die mit engagieren. Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil ihr ja beide auch aus internationalen Kontexten kommt und die ja durchaus auch immer zurückweisen auf die Rolle der deutschen Regierung und auf die Frage, was können die Menschen hier tun, jenseits dessen, konkrete Hilfe zu leisten, was ist vielleicht auch unsere Verantwortung, gerade auch natürlich nach der Schließung der Grenzen und der Abschottung. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass hier wirklich das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Schieflagen und für die Problemlagen weiter verankert wird. Und jeder einzelne Mensch, der hier in Deutschland gerade ist, kann halt auch hier an den Situationen in Deutschland ganz viel verändern. Und sei es halt, sich auch Diskussionen auszusetzen, die unbequem sind, auch mit Menschen zu sprechen, die nicht in den Bewegungen schon aktiv sind, sondern die eher Anti-Haltungen haben, die mit einzubeziehen und hier vor Ort den Kampf irgendwie weiterzuführen, dass es den Menschen, wenn sie dann es geschafft haben, nach Deutschland zu kommen, trotzdem da irgendwie auch weitergeholfen wird, was die Situation angeht, weil das ist eigentlich so die Grundlage für alle politischen Richtungen auch. Am Ende sind es auch Wählerstimmen, es sind Meinungsumfragen, die auch Politik beeinflussen, und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir auch hier in unserer Bevölkerung immer weiter Diskussionen führen und uns damit auseinandersetzen, auch mit dem Rechtsruck und politische Grundlagen zu bilden für Entscheidungen, die vielleicht gefällt worden sind, die wieder zurückzunehmen oder andere legale Zugangswege zu schaffen. Ich finde, wir müssen erstmal klarstellen, dass es keine Flüchtlingskrise in Europa gibt, sondern es gibt eine inszenierte Krise von Europäischer Union, von der Politik, dass Menschen auch, dass eigentlich die mehrheitliche Bevölkerung das auch so als eine Krise, Flüchtlingskrise wahrnimmt, obwohl es eigentlich keine Flüchtlingskrise gibt, sondern es ist eine Krise des europäischen Politik, die nicht in der Lage ist, diese Menschen menschenwürdig unterzubringen. Das ist ein
die Politik herrscht, eine Politik, die es nicht will, eine menschenwürdige Aufnahme zu schaffen. Statt irgendwie die Fluchtursachen, wofür die Europäische Union auch zum Teil selber verantwortlich ist, zu bekämpfen, inszeniert man eine Flüchtlingskrise in Europa und versucht, die Flüchtlinge zu bekämpfen. Das heißt, an den Außengrenzen viel mehr zu militarisieren und Menschen um die Grenze eigentlich weiter nach Nordafrika, in die Türkei irgendwie zu erweitern, das heißt irgendwie auszulagern. Und es ist wichtig, irgendwie das immer wieder klar zu machen, dass es nicht sein kann, dass Europa, die wirtschaftlich in der Lage ist, Millionen von Flüchtlingen aufzunehmen, das eigentlich nicht will. Es geht um diesen Willen. Es muss klar gemacht werden, es sind 1 Million Menschen letztes Jahr nach Europa gekommen und Europa ist in der Lage, diese Menschen alle menschenwürdig aufzunehmen und unterzubringen. Der politische Wille ist aber nicht da. Deshalb inszeniert man diese Flüchtlingskrise und versucht in der Gesellschaft auch ein anderes Bild zu schaffen, dass die Menschen wieder Grenzen setzen. Ne? Letztes Jahr hatten wir die Situation, dass diese Grenze einigermaßen weg war in den Köpfen von vielen Menschen und deshalb viele neue Menschen sich mit Flüchtlingen solidarisiert haben, und zwar von Griechenland über die Balkanroute bis nach Deutschland. Und man versucht jetzt durch die Politik, durch die Verschärfungen in der Politik und Inszenierungen einer Krise, das wieder zu ändern. Denn es ist klar, Menschen, Geflüchtete und Menschen, die keinen Fluchthintergrund haben, die zusammenkommen. Die einen haben die Ressourcen, Geflüchteten was anzubieten, womit Geflüchtete dann auch kämpfen können. Wenn das dann passiert, dann ist klar, das kann man dann nicht verhindern. Man kann es nicht verhindern, dass Menschen sich das Recht nehmen. Ne? Dass Menschen sich das Recht auf Bewegungsfreiheit, Menschen sich das Recht auf Bildung, auf Gesundheit und so weiter. Es ist klar, wenn das Ganze zusammenkommt, die Kämpfe zusammenkommen, dann ist die Politik nicht in der Lage, das zu verhindern. Deshalb versucht die Politik die ganze Zeit, die Menschen zu spalten. Sowohl die Geflüchteten als auch in der Gesellschaft die Menschen, die keine Fluchthintergrund haben, die ganze zu spalten und in der Gesellschaft irgendwie als dieses Bild zu schaffen. Es sind nicht alle irgendwie Geflüchteten, die das Recht haben, irgendwie hierher zu kommen und so weiter. Und das müssen wir versuchen mit Konferenzen, wo viele von uns zusammenkommen, wo wir ja nicht immer die Möglichkeit haben, wo viele von uns gemeinsam zusammenkommen, darüber zu reden und das nochmal klarzustellen und zu schauen, wie können wir das besser organisieren. Ja, und da sind so Konferenzen ja auch eine total krasse Wissensressource. Und das ist halt auch ganz wichtig, dass wir uns da eigene Informationskanäle irgendwie schaffen. Nicht jeder von uns und auch nicht alle Länder in der Europäischen Union haben die gleichen Menschen oder Aktivisten, die dort leben, haben die gleichen Ressourcen. Ne? Deshalb ist die Frage, wie können wir zum Beispiel von hier aus unsere Genossen in Griechenland unterstützen? Was sind unsere Ressourcen? Was können wir dort, wie können wir die Verbindung herstellen? Wie können wir, auf welcher Ebene können wir zusammenkommen, um sie zu unterstützen, dass sie weitermachen können und dass wir auch somit irgendwie in Kontakt bleiben und diese Vernetzung immer stattfindet und nicht nur auf Konferenzen, sondern auch auf ganz praktischer Ebene im Alltag. Vielleicht noch einen Satz, wenn ihr einen habt, zu der Frage, die ja auch im Panel eben war. Letztes Jahr haben wir den Sommer der Migration erlebt, jetzt sind die Grenzen wieder zu. Wenn ihr euch was wünschen dürftet, wie sieht der nächste Sommer und der übernächste aus? Ich wünsche mir, dass jeder, der in diesem Bereich irgendwie aktiv ist, für sich die Grenzen überwindet und überall, wo Geflüchtete Unterstützung brauchen, sei es an der Grenze, sei es irgendwie lokal oder auf der Route hierher, dass die Menschen für sich einfach die Grenzen überwinden und Geflüchtete dort zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen, egal wo es irgendwie ist. Und dieser alltägliche Kampf, der überall ja stattfindet, muss sichtbar gemacht werden. Es muss sichtbar gemacht werden und es muss vernetzt werden.
Und das ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Und ich glaube, wir haben da auch schon Basis geschaffen. Letztes Jahr hat es schon irgendwie mehr oder weniger angefangen. Und mein Wunsch ist es irgendwie, dass es weitergeht, weil wir bitten nicht um irgendwas. Wir bitten nicht um die Politik, uns die Rechte zu geben, sondern wir müssen die Geflüchteten da unterstützen, wo sie unsere Unterstützung brauchen. Und um uns die Rechte sozusagen, die uns zustehen, auch zu nehmen. Wir bitten nicht darum, sondern wir nehmen sie einfach.